So, da werden wir wieder in Age of Wonders Planetfall. Habe jetzt mal 2, 3 Wochen was anderes gezockt. Irgendwie, das Problem bei so Spielen, bei so schönen großen Strategiespielen ist ja auch immer, man muss auch einfach Zeit dafür haben. Es lohnt sich schlichtweg nicht, wenn man abends, wenn man weiß, okay, heute Abend habe ich so 1, 2 Stunden maximal Zeit, mal eine Runde zu zocken. Dann verfällt man, also dann ist man doch relativ schnell an dem Punkt, wo man sagt, also wenn ich hier richtig loslege, dann ist das wieder so ein Zeitfresser. Das ist ähnlich hier bei Spielen Civilization, Colonization, all diesen rundenbasierten Strategiespielen. Das ist immer so, ach komm, eine Runde geht noch. Und dann wundert man sich, hä, wieso ist es denn hell im Zimmer? Also jetzt nicht von der Lampe, sondern weil halt die Sonne durchs Fenster scheint. Und dann denkt man sich, fuck, wieder eine Nacht nicht gepennt. Super, es wird heute bestimmt total super auf der Arbeit. Geht nicht. Ja, während der Woche ist das sowas, das geht nicht. Also zumindest für mich nicht. Ich muss wirklich warten, Wochenende zu wissen, okay, wenn ich heute Nacht nicht penne, wird das aber morgen auch gruselig, weil dann muss ich den Tag über ja irgendwie durchhalten, darf nicht pennen gehen, das mache ich mir nicht das ganze Zeitgefühl kaputt und dann penne ich die Nacht drauf auch nicht gescheit und dann spätestens am Montag steht man wieder da und hat ganz kleine Äuglein und denkt sich, ja. So, deswegen muss man da immer trotzdem auch am Wochenende ein bisschen aufpassen. Ideal ist natürlich, wenn man am Wochenende so mittags oder morgens beginnen kann mit Zocken. Aber jetzt mal ehrlich, wer kann denn das? Also, nein, ich meine jetzt nicht, wer kann das, weil er die Zeit dafür hat oder die, den Bock, oder darf. Ja, der ein oder andere Freund von mir darf ja auch nicht. das führe ich jetzt nicht weiter aus. Die Pantoffeln. So, ich meine ja auch eher, wenn es hier morgen ist und am Wochenende und ich bin tatsächlich wach und irgendwie munter und irgendwie gut gelaunt, das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass das alles zusammenkommt, dann will ich eigentlich was anderes machen. Also dann habe ich 1050 Sachen, die ich eigentlich sofort machen will oder irgendwie machen will, aber mich an den Computer hocken und zocken ist irgendwie selten dabei. Also außer es ist. Es regnet wie Sau oder ich bin eingeschneit oder so Sachen. Also ich habe meistens erst gegen späten Nachmittag, frühen Abend am Wochenende wirklich so, dass ich sage, ach ja, jetzt mal schön was essen zu trinken, alles von den Computer schleppen, schön mich da einkuscheln, ja, so sich quasi das Gamer-Nest basteln und dann kann man mal loslegen. So, jetzt ist es nämlich auch schon wieder, wie war man, schon wieder, ach Gott, 23 Uhr. Ja, gut. Rund geht, gell? So, machen wir mal. Lassen wir mal anfangen mit dem Spiel. Armies with multiple units can be split into smaller, separate armies. Ja, ich bin aber Deutscher und ich befolge der strategischen Grundprämisse nicht kleckern, sondern klotzen. Das heißt, hier wird überhaupt nichts aufgeteilt, hier wird immer mit voll zugeschlagen. Dann müssen wir dahin. These are Marauder guards. Having taken a location of value, they will remain there and protect it with their. This combat preview is shown prior to any attack. All for. Ja, das wird jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, irgendwie irgendwelche Viecher wegboxen. Ja, komm mal. Units that survive a combat encounter gain experience based on the number of enemies that were defeated during. Ey, alle angekratzt. Wir haben das jetzt der Computer hingekriegt. Merke, besser selbst spielen. So, schön. Was ist das da? Ja, das geht ja mal gar nicht. So, wir lassen die jetzt immer mal ausruhen. Nein, nein! Wieso geht das nicht? Sektor-Limit. Aha. Okay, gut, habe ich verstanden. Denke ich. Frage ist, die sind ja mitten in der Pampa, oder? Warte mal. The Colonist tab lists details of the colony's growth and. Nee, Aladdon ist in Ordnung, denke ich. Ja, komm von mir aus.
Wobei. Ja, komm, lass uns erstmal ein bisschen da bleiben hier in dieser Verwaltung. Ja, aber eigentlich. Ach so, das sind die einzigen, die ich mir bauen kann. Okay. Die machen mir so ein bisschen Gedanken, weil ich nicht weiß, wie mobil die sind. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und halte die mal ein bisschen kurz zurück, bis wir ein, zwei Runden sehen können, wie die sich entwickeln. Wenn ich das richtig sehe, lungern die auf meinem Gebiet herum. Das heißt, die sollten wir eigentlich mal ausputzen, bevor wir das Gebiet da hinten einsacken. So, Forschung, wo waren das jetzt nochmal? Gott, von mir aus. Wieso eigentlich Trainingsfeld? Das überprüfe ich mal gerade. Wir sind noch in der Kampagne. Oder habe ich da jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Moment. Okay, nee, wir sind hier richtig. Alles gut. Das heißt halt nur so. Gut, gut, gut. Aber anscheinend bleiben die defensiv. Ah ja. Wie war das unbekannte Rücken vor? Naja, egal. So. Engaging an army in combat. All armies adjacent to the defending. Das habe ich mir schon gedacht, das war nicht bei den alten Age of Wonders Teilen ja ganz genauso. Commanders can choose to lead battles themselves using the tactical combat system. Health messages are. Thank you.
Wir nehmen besser Verbindung auf zu den anderen. Was war das denn? Ah, ich hab mich verklickt! Naja, egal, jetzt komm, bleib halt da hin. Enemy down! Ja, offensichtlich, würde ich sagen. Interessant. Nee, von da aus können die nicht schießen. Mal reingehauen. Unit has fallen. Ist mir auch aufgefallen. Enemy eliminated. They've never stood a chance. Schick.
Also auf jeden Fall sind die jetzt zu unterschätzen. Ich habe da offensichtlich gerade unterschätzt, diese Wirkung, die haben können, diese flächige, also man verliert auch relativ zügig dann Truppen. Gut, das sind jetzt hier so Pille-Palle-Anfangstruppen, da ist es wurscht, aber ist trotzdem interessant. So, pass mal auf. Ach nee, echt jetzt? Ja, ich will die ja nicht zu vereinen, aber das muss doch... Sector annexed. So, jetzt müssen wir trotzdem rausfinden, wie das jetzt geht, dass ich da... Ja, das ist ja... This is the unit panel, where all units can have different roles in combat. Ja, juckt mich jetzt gerade nicht. Ich will damit... Nebenan, jeder erfahrene Spieler lacht sich gerade total scheckig oder ärgert sich über meinen Rumgenube, aber ich habe gerade wirklich keinen Schimmer, wie ich die zusammenlege. Die müssen auch dafür nicht in die Stadt, oder? Das wäre ja totaler Schwachsinn. Lalala. Wähle die Bewegungspunkt-Schaltfläche oberhalb der Einheiten. Drumherum, das ist ja bescheuert. Okay. Die Runde dann nicht mehr, macht ja nichts mehr. Alles gut. Wachstum. Eine symbiotische Beziehung. Die
intelligente Pflanzen, die in Symbiose mit unterstützen, lebensfreundliche Existenz vergrößern, ist ihr psychoaktiver Nektar, mit dem sie Hilfe andere Kreaturen. Ich lasse mich schnell von irgendwelchen von intelligenten Kohlrabi und Brokkoli kontrollieren. Die haben doch alle Latten am Zaun. Hier wird überhaupt nichts Symbiotisches gemacht. Wir müssen ihnen auch nicht gleich den Krieg erklären. Wir schließen das und dann... bleiben schön neutral, die können hier irgendwelche... der intelligente Brokkoli kann irgendwelche Mäuse kontrollieren. This is an army belonging to an NPC faction. A group of sentient beings native to this planet. Also erstmal bleiben wir neutral. Wir erklären diesen Planeten zu unserem Protektorat und dann werden die einfach Bürger des Imperiums. Ja, der intelligente Brokkoli kann bestimmt irgendwie Steuern zahlen, das geht schon. Hat er fein gemacht.